Hallo und herzlich willkommen zur Folge 65 von Gothic 2 Gladiator. Wir sind wieder in der Stadt. Ganz normal, haben in der letzten Folge eine Menge Geld ausgegeben für Wissen. Wir haben das doch ganz gut investiert, eine Menge Stärkepunkte mehr. Und bevor es jetzt zum nächsten Kämpfer geht, haben wir natürlich nochmal unseren Sonderkampf mit den Massen. Aber auch da sind wir mittlerweile geübt. Wir sollten das ohne Probleme hinbekommen. Haben jetzt ja, wie gesagt, ich weiß gar nicht, wie viel haben wir gekauft? Mal 35 Stärkepunkte. Warte mal, wir hatten glaube ich 242, dann hatten wir 252. Und jetzt haben wir 87. Das ist ja. 7 Stück haben wir glaube ich gekauft. Ja, stimmt. Macht ja auch Sinn. Wir hatten ja auch 14.000 Gold. Dann sollten wir die jetzt sogar noch schneller vermöbeln. Weil man unsere Waffe macht ja keinen Schaden. Dementsprechend ist hier der Stärkewert extrem wichtig. Und das merkt man auch. Also finde ich zumindest. Vielleicht bildet mir sein, das ist auch möglich. Was ist hier los? Hier haben wir schon lange keine Schwierigkeiten. Wir brauchen 5 Schläge pro Gegner, so ungefähr. Außer so einer donnert mal rein. So ein Hardcore-Crit, dann. Das ist umso übler für die Gegner. Der wurde mir. Alle, der wurde mir gar nicht vor. Ich hab ihn gekriegt. Und der nächste Gegner, der aufs Fressbrett will. Dann fahren wir die hier einfach ab, die hier rauskommen. Schon haben wir den Sieg. Unser Seite, außer der glaubt uns den. Nein. Ich habe tatsächlich aufgehört, mitzuzählen. Das muss bestimmt schon das 8. gewesen sein. 8. Mal, 9. Mal, wo wir hier dieses Spektakel bisher gemacht haben. Wobei wahrscheinlich eher 8. Mal als 9. Mal. Ich glaube, der harte Gregor war der 7. oder 8. Gegner. Aber ich glaube eher der 7. Und 1500 gehen an uns. Und dementsprechend, wir hatten ja quasi dann 7 Kämpfe und diese komischen Snapper-Kämpfe. Wenn man so möchte. Wobei, wir hatten ja auch noch die Bande vom Gregor, ne? Da war ja noch die Banditenbande. Das war, glaube ich, auch eher so ein Sonderfall. Das weiß doch inzwischen jeder. Aber hier bei diesem Konzert gibt es leider. Ich wollte gerade sagen, da waren das wahrscheinlich Fans von dieser Band, die uns damals überrumpelt haben. Was geht bei dem? Das ist auch nur ein Fan, okay. So, dann gäbe es natürlich auch noch den Alchemisten. Aber den kaufen wir, glaube ich, erst leer, sobald der Bibliothekar nichts mehr für uns hat. Das heißt, wir pennen eine Runde und schnetzeln den nächsten aus dem Leben. Aber das Ende naht unweigerlich, also je nachdem, was dann storymäßig noch alles passieren wird, würde ich sogar vermuten, dass wir gar nicht mehr an die 70 Folgen kommen oder vielleicht alle mit aller Gewalt 70 Folgen. Nächster Gegner. Keine Informationen, also wieder was Sonderbares. Also Champion ist es noch nicht. Aber mal schauen. Die Lernpunkte behalten wir mal dreist einfach weiterhin. Die Semmeln waren dann einfach mal vom Champion-Kampf oder so raus. Wir sind erneut bereit zu kämpfen. Tym razem zmierzysz się w największej walce drużynowej. Zawalczysz w drużynie zielonej. Okay, also wieder ein Sonderkampf. Teamkämpfe. Wir sind im grünen Team, was auch immer das jetzt heißen mag. Damit hätte dann diese Arena schon 3 besondere Kämpfe. Ich überlege gerade, ob andere Arenen auch 3 hatten. Was heißt denn hier grünes Team? Ich sehe hier keine Farben. Na egal. Na gut, es steht ja dabei, dass es verbündet ist. Was geht denn hier ab? Was lesen die denn da alles? So schönes. Mistrzuniu, myślisz, że wygrasz?
Moi chłopcy was rozwalą. To twój harem? Co? Moi chłopcy, no cóż, brzmi to dwuznacznie. Kurwę ci ten język, dosyć! Walcz, odbiorę ci ten tytuł. Pewnie, pewnie. Ach so, die haben das blaue Team, weil die blaue Rüstung, blaue Garderüstung haben. Und wir haben so leicht, ja doch, grüne. Okay, alles klar. Wir gehen mal direkt auf den Champion hier. Also, das heißt Champion, den Anführer von denen. Das ist ein riesiges Getummel hier. Und wir haben die ganz schön unter Kontrolle, wobei die auch sehr viel Leben haben. Die sind nicht so viel schwächer als der Anführer von denen. Interessant. Also bei jedem Last Hit, den wir hier machen, kriegen wir 1000 EP. Da ist jetzt schon zahlenmäßig ganz klar der Zahl. Wir haben auch kaum auf die Fratz gekriegt bisher, also das läuft richtig gut für uns. Aber ne, wir kriegen generell gerade die EP. Aber da diese Überleben haben, Kollegen zu viel Damage machen. Das liegt quasi an uns hier auch meistens, die letzten Hits auch auszuführen. Das sind zwei Stück, ne, drei. Alter, kriegt der aufs Fressball. Das ist der letzte. Haben wir überhaupt einen Mann verloren? Könnte sein. Ich sehe es jetzt nicht genau. Können wir von allen Waffen aufsammeln? Gut, die könnten dann auch eventuell einen geringen Wert haben. Das müssen wir gleich rausfinden. Ah, die haben unterschiedlichste Waffen. Unsere Verbündeten stehen auf jeden Fall jetzt einfach nur belämmert hier rum. Und die haben diese besonderen Waffen. Ich denke, die haben keinen hohen Wert. Oh doch, oh doch. Dann, können wir hier zumindest eine gute Menge an Waffen verkaufen, um zu reinvestieren beim guten alten Bibliothekar. Ein Verbündeter hier ist gefallen. Ich glaube, es wäre sogar sinnvoll, also jetzt für die Rechnung, dass möglichst viele Kollegen draufgehen, damit man selbst am Ende am meisten oder die meisten Waffen aufsammeln kann. Ne? Das ist eventuell gar nicht so schlecht. So, ich glaube, wir müssten insgesamt 11 Waffen hier aufsammeln können. Ja, wo sind denn hier die Geldbeutel? Hier ist noch einer. Da vorne haben wir noch einen. Dann den Byte bin ich vorbei, glaube ich, dann habe ich die aufgesammelt. Nee. Daran würde ich mich erinnern. Auf jeden Fall schöner Teamkampf. Auch, wie gesagt, hier wieder diese wunderbare Vielfalt. Fällt mir sehr gut. Aber hier muss doch immer noch ein Lederbeutel. Also, da habe ich den mitgenommen. Okay, sagen wir mal, wegen 20 Gold machen wir jetzt hier nicht groß rum. Können wir theoretisch die Verbündeten noch angreifen? Oder gibt es dann auf die Fest? Ah, die können wir gar nicht anvisieren. Okay. Das ist tatsächlich sogar eine sehr gute Funktion, weil dann macht man den Fehler auch gar nicht während des Kampfs. Da hätte ich eigentlich auch schon drauf achten können. Habe ich allerdings nicht getan. Nun gut, Teamkampf vorüber. Auf zum Arena-Leiter. Und mal schauen, wie es dann in Bälde weitergeht. Chciałbym odebrać nagrodę za wygraną walkę. 5 oder 8000? Proszę bardzo. 8000, okay. Das heißt, wir können schon mal alle Stärkebücher kaufen. Eventuell haben wir dann doch noch genug Geld, um uns auch noch den Helm zu leisten, wobei das schwierig wird. Vor allem, weil ich halt keine Ahnung habe, welche Kämpfe da alles zu den Standard-Neuen zählen. Also 9 Kämpfe plus Champion. Meine ich. Aber ich glaube, das sind diese Turniersnapper und die Banditenbande und dieser Teamkampf hier. Ich glaube, die sind da außen vor. Aber genau weiß ich es natürlich auch nicht. Das heißt, mal gucken, ob jetzt wieder irgendwas passiert. Mit Kali oder so. Oder ob es noch einen normalen Kampf gibt. Es könnten noch
also noch ein Kampf oder zwei Kämpfe sein, bevor es zum Champion geht. Also noch scheint alles normal zu sein. Der hier ist übrigens extrem unsympathisch. Alle anderen Wirt haben uns einen Haufen Scheiß geschenkt. Hut des Zauberers. Der hat gar keinen Schutz. Ich glaube, der kann sich teleportieren. Merlin-Rube. Aha. Also nächster Kampf auf jeden Fall. Ein Zauberer. Der wäre vermutlich jetzt Schutz wertvoller als mehr Damage. Aber was soll's. Davor müssen wir sowieso nochmal in die Arena. Ich habe mich verklickt. Direkt habe ich es büßen müssen. Und werden natürlich noch den Standardkampf machen gegen die Meute. Wie gesagt, ist ja easy. Nicht so wie gegen einen zu gewinnen, der direkt eine Kutsche hat. Das ist nicht ganz so easy. Ja, das war zu erwarten. Tatsächlich nimmt auch die Signifikanz ab von dem Wert, den man hier beim Würfelspielen immer wieder rausbekommt. Das könnte natürlich auch jetzt, also, ne, noch mehr sein gerne. Und das würde uns trotzdem gar nicht so viel bringen. Aber auch das hat natürlich seinen Sinn, damit das halt auch nicht so ausufert. Denn wie gesagt, komplett ausreizen soll man es ja auch nicht. Klar kriegt der die Kutsche, jawoll. Nein, das wollte ich nicht. Heieiei. Direkt wieder ein Full House. Diesmal wenigstens gewonnen. Und wie wir hier gewonnen haben. Weiter geht die wilde Fahrt. Wenn du ein Paar rauskriegst, dann kann das ja schon nichts mehr werden. Ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Direkt auf eine Kutsche erhöht und der hat gar nichts gekriegt. Heieiei. Mit dem Ergebnis hätte ich nicht gerechnet. Ich hätte jetzt gedacht, wir kriegen vielleicht einen Drilling und der Penner kriegt ein Full House. Aber manchmal ist es halt einfach Glück. Etwas, das dem Spieler gerade fremd ist. Zumindest gerade in dieser Momentaufnahme. So. Alter, ein Drilling am anderen. Was ist denn heute los? Ich glaube, das war's jetzt auch wieder mit dem. Genau, der hat keine Lust mehr mit uns zu spielen. Das heißt, wir können zum Bibliothekar und nochmal Geld ausgeben. Und noch ein Buch des Lebens. Und wie viele Stärke-Dinger? Habe ich alle gekauft schon? Echt? Ich dachte, wir hätten noch. Na dann, würde ich sagen, Buch des Lebens und hier alles kaufen. Alle können wir nicht kaufen. Scheinbar nicht. Also theoretisch könnten wir das sogar, wenn wir dann hier in der Runde wieder gewinnen. Kriegen wir 1,5 raus. Dann hätte man tatsächlich genug. Das habe ich schon immer gesagt. So, dann ballern wir hier erstmal wieder alles rein. Junge, ist das viel. Es ist so maßlos übertrieben. Der erzähle ich gar nichts mehr. Wenn wir das alles in Stärke investieren, sollten wir nur ein bisschen mehr Damage machen. Wie gesagt, auch wenn sich das in Grenzen hält, weil wir ja immens hohe Kosten haben. Aber wir haben halt auch eine riesige Menge an Lernpunkten. Ne? Das ist halt einfach irre. Wie gesagt, Geschicklichkeit, das lassen wir weg. Das hat leider keinen Mehrwert für uns. Tragischerweise. Das ist nämlich ein bisschen schade, dass wir das nicht verwerten können. Also, wozu auch? Ne? Also, ich überlege gerade, wenn wir alle Geschicklichkeitspunkte gekauft hätten, also auch die in der vorherigen Arena, und hätten jetzt die ganzen Lernpunkte eingesetzt, vielleicht hätte es gereicht fürs beste Einhandschwert. Und dennoch bräuchten wir die fast 300 Stärke, weil bei den Einhandwaffen oder generell bei den Nahkampfwaffen ist es nämlich egal, ob wir Stärke oder Geschicklichkeit viel haben. Also nee, es ist wichtig, dass wir viel Stärke haben, aber es ist egal, ob die Waffe Geschicklichkeit oder Stärke benötigt, um sie führen zu können. Denn im Nahkampf wird alles immer mit Stärke verrechnet und im Fernkampf immer mit Geschicklichkeit.
Deswegen sind auch Armbrüste so eine kleine Tretmine, weil ich glaube, die machen dann halt weniger Schaden, ne? Logischerweise. Im Fernkampf, wenn man nicht viel Geschicklichkeit hat, benötigen aber Stärke. Und wenn wir uns hier durch die ganzen Bücher wieder ein Level abbekommen, ist aber auch eine Tortur gewesen. 200 Lernpunkte. Okay. Ja, 200 Lernpunkte ist schon eine Menge. Das ist schon bös. So, dann gehen wir wieder in die andere Uniform. Können aber noch mal kurz was verkaufen beim Schmied. Denn wir haben eine Menge Waffen. Stibitzt aus dem Kampf. Was geht da hinten gerade ab? Ach, das war nur bei der Band. Ich dachte schon, da passiert irgendwas. So, wir verkaufen die ganzen Streitkolben. Vor allem die ganzen schönen Äxte, die geben gutes Geld. Was ist das? Ein 1,5-Händer-Schwert? Okay. Und noch die Waffe. Jetzt haben wir sogar wieder 6,5. Das heißt, wir haben... Ui, das heißt, wir haben 8000, wenn wir rauskommen. Eventuell können wir da noch ein bisschen was zusammenkratzen. Können sogar noch den Helm holen. Da muss ich sagen, war es im Prinzip eine Fehlentscheidung meinerseits, dass wir die ganzen Erfahrungsbücher gekauft haben, weil die hätte man sparen können, also nur 10 Stück. Ist ja vollkommen wurscht. Und dann hätte man noch den Helm sein eigen nennen können. Aber wir gucken mal, vielleicht reicht es ja auch so noch. Mal gucken, was wir mit den 200 Lernpunkten machen. Also mit 200 Lernpunkten kommt man auch, also ne, wenn man nochmal umschulen will auf Fernkampf, auf Zweihänder. Also mit Gladiator bietet es einem an. Natürlich würde ich dennoch empfehlen, das so ein bisschen zu perfektionieren. Also sprich bei einem Kampfstil bleiben. Aber es wäre nicht unmöglich und man kann trotzdem auch was damit anrichten. Hätte ich jetzt mal so vermutet. Denn wie gesagt, nach oben hin wird es ja mit der Impact ja auch geringer von den investierten Lernpunkten. Und echt schöne Rüstungen, die die hier alle tragen. Alter, marschieren wir hier durch. Das ist ja geisteskrank. Ja, und dann mal den Sieg auch wieder eingeheimst. Interessanterweise fliegen jetzt ein paar Pfeile auf dem Boden rum. Ne, tun sie nicht, das ist nur Dekoration. Schade. Weil ihr wisst, Pfeile, das ist unsere Ersatzwährung. Da habe ich tatsächlich auch offscreen noch ein paar verkauft, weil ich konnte letztens, als ich nämlich die ganzen Stärkebücher gekauft hatte, konnte ich nicht mehr beim Spieler würfeln, weil wir nicht mehr genug Geld hatten für die Aktion. Da habe ich dann quasi so, ich weiß nicht, 60 Pfeile verkauft oder so irgendwas. Und dann ging es wieder. So, jetzt müssen wir mal schauen, ob wir das hinbekommen können, nochmal 1000 Gold. Ich glaube, das könnten wir hinkriegen. Das müssen wir den Helm allerdings verkaufen, den wir besitzen. Dann könnte es tatsächlich klappen. Wie gesagt, viele Bücher gibt es ja nicht mehr. Das habe ich schon immer gesagt. Dementsprechend können wir das freudig ignorieren. Hab aber vielleicht zu lange die Bude hier ignoriert. Vielleicht hätte es ja eine Quest gegeben von dem Kerl. Vom Gouverneur. Das hätte ich mir vorstellen können. Da haben wir recht selten vorbeigeschaut, aber vermutlich war das nur dieser eine Aufenthalt bei dem. So, was kriegen wir denn für den Helm raus? 500 nur. Dafür gibt es 100. Sonst können wir nichts verwerten, ne? Also wir könnten die Erzbrocken verkaufen, aber ich will sie trotzdem mal behalten. Monster schrumpfen, der hat doch einen hohen Wert, oder? Er geht. Tarnwurzel könnten wir eigentlich auch futtern, Grundstücke brauchen wir gar nicht. Okay, ich würde sagen, wir machen das nach dem nächsten Kampf. Ich denke, das ist noch möglich. Und wie gesagt, ich habe jetzt im Prinzip wieder alles, was ich wollte. Ne? Also Goldschmied bleibt uninteressant. Für uns leider. Weil da gibt es halt nichts Bombastisches. Den besten Gürtel haben wir, die beste Rüstung haben wir. Es fehlt noch der Helm. Das beste Schwert, oder das beste Schwert, das ich haben will, haben wir auch. Ach, stimmt ja, genau. Der nächste Gegner ist ja der Zauberer.
Dann gehen wir das mal an. Also der Priester hat ja auch nichts mehr für uns. Mana lernen hat jetzt auch keinen Mehrwert. Dann würde ich sagen, wir machen den Zauberer platt. Das dürfte ja noch nicht der Champion sein. Also, denke ich mal zumindest, dass es noch nicht der Champion ist. Und dann gucken wir mal, ob wir von dem Geld noch den Helm irgendwie erwerben können. Und dann noch die 200 Lernpunkte rausdonnen. Dann sollte ja langsam aber sicher der Champion auch erscheinen oder halt wir gegen ihn antreten. Da wird es dann interessant. Und vor allem bin ich halt gespannt, was danach noch alles passiert. Ob wir direkt den König herausfordern, den dann Kurve kürzer machen, dann ist die Mod rum. Könnte sein. Dass wir uns aber irgendwie noch durch den halben Palast schnetzeln und das auch nochmal eine gewisse Spielzeit vereinnahmt, könnte ich mir genauso gut vorstellen. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge gehen wir zum Arena-Leiter und werden dann gegen den großen Zauberer antreten. Bis dahin. Tschüss.